Das ist der KNX Glastaster von MDT. Wie ich denke, eine richtige Alternative für Standard- oder für die Luxone-Taster. Viele Kunden von uns haben diesen Taster bereits im Einsatz, weil er aus meiner Sicht wirklich top in Preis-Leistung ist. Welche Funktionen der Taster hat, wie er das in der ETS programmiert und diese Funktionen in Luxone übernimmt, damit ihr euer Smart Home so umsetzen könnt, wie ihr das wollt, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bevor wir an die Programmierung gehen, vielleicht ein paar Informationen zu dem Taster allgemein. Aufgrund seines Aufbaus verfügt der MDT Glastaster, wie bereits vorhin erwähnt, über viele Funktionen und darüber hinaus aber auch über eine integrierte, ja, ich sag jetzt mal, Logik, ja, die euch mit diesem Taster zur Verfügung stehen. Alle Taster sind mit sogenannten Tasterpaaren, also rechts und links, ausgestattet. Beachtet aber bitte, diese Tasterpaare könnt ihr natürlich auch als Einzeltaster einsetzen. Ihr habt bei dem Taster definitiv ein großes, aktives Farbdisplay. Da könnt ihr euch zum Beispiel Status anzeigen lassen. Ihr habt 12 Funktionen, die ihr auf den Taster legen könnt und habt dabei die Möglichkeit, das Ganze in 2 oder in 3 Ebenen darstellen zu lassen. Eben 2x6 oder 3x4. Ihr könnt die Hintergrundfarbe auswählen und habt Unmengen an Symbolen und freien Tasten etc., die hinterlegt werden können. Ja, achtet bitte darauf, den Taster gibt es in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Versionen. Also checkt, bevor ihr euren Glastaster programmiert, welches Modell ihr genau habt und ob der Taster zum Beispiel eine Temperaturanzeige hat oder nicht. Und wenn, könnt ihr diesen natürlich smart in eure Programmierung mit übernehmen und mit Sicherheit ist dadurch euer Eigenheim ein bisschen smarter. Bevor wir ans Eingemachte gehen, nämlich an die Programmierung des Tasters in der ETS, noch ein kleiner Tipp von mir. Überlegt euch vor dem Programmieren gut, was und wie viele Funktionen ihr umsetzen wollt, also Licht, Jalousien, Heizung, Temperaturanzeige etc. Daraus ergibt sich dann definitiv, mit wie vielen Ebenen ihr arbeiten müsst. Weil es könnte sein, dass wenn ihr mit weniger Ebenen arbeitet, dass es für euch übersichtlicher bleibt. Deshalb denkt genau darüber nach. Bei der Besetzung der Ebenen oder bei der Besetzung von nur einer Ebene ergeben sich im Grunde 6 Möglichkeiten bzw. 6 Funktionen bei Einzeltastern. Bei mehreren Ebenen, also bei dem Taster dann 3 Stück, können dann bis zu 12 Funktionen definiert werden, die ihr mit dem Taster umsetzen könnt. Checkt genau ab, ob ihr die Taster als Einzel- oder als Tasterpaare benötigt, sprich Licht an, Licht aus auf einem Taster oder Licht an links und Licht aus rechts oder umgekehrt, wie ihr das Ganze haben wollt. Habt euch das Ganze überlegt, könnt ihr mit der Programmierung des Tasters beginnen. Ich habe für das Video mal das Büro als Beispiel ausgesucht und werde euch jetzt mal im Detail erklären, wie ich das Büro ausgestattet habe. Wie angekündigt befinden wir uns im Büro und hier können wir uns vielleicht mal ein kleines bisschen umschauen. Welche Anforderungen habe ich an den Glastaster, wenn ich den hier in meinem Büro platzieren will? Was zunächst direkt auffällt, wir haben natürlich hier 2 Fenster integriert. Diese werden elektrisch gesteuert. Das heißt, ich muss bei der Programmierung meines Tasters darauf achten,
dass ich die Beschattung mit einplane. Des Weiteren habe ich in meinem Büro verschiedene Lichtkreise. Wir haben also hier eine Pendelleuchte, die über dem Schreibtisch hängt. Wir haben an der Decke ein Tracksystem mit zwei Strahlern. Und wenn wir genau gucken, befindet sich hier in der Decke über dem Schrank noch ein LED-Stripe, der auch angesteuert werden will, beziehungsweise geschaltet werden will. Ich habe für das Büro eine Einzelraumregelung geplant. Das heißt, ich plane definitiv einen Temperaturfühler mit, der mir dann den Stellantrieb regeln kann. Und Boxen sind an der Wand integriert. Bei meinem ganzheitlichen Planungsansatz erstelle ich immer 3D-Pläne von den Räumen und platziere mein Licht, meine Heizung etc. dort, um genau mit dem Kunden besprechen zu können, welche Ansprüche er denn an diesen Raum hat, was Automatisierung oder Steuerung mit Tastern betrifft. Und genau das empfehle ich euch auch. Wenn ihr euch das vorher visualisiert, fallen euch definitiv ein paar Punkte auf, an die ihr vielleicht später nicht gedacht habt oder die euch einfach erst später auffallen, wenn ihr drin wohnt, und dann ist es halt wirklich zu spät. Es gäbe jetzt hier natürlich noch viele andere Möglichkeiten, die wir integrieren könnten. Aber damit das Video nicht irgendwie ausufert, habe ich mich auf diese Punkte, auf diese vier Punkte, sprich Licht, Beschattung, Heizungs-Einzelraumsteuerung und die Beschallung konzentriert. Unser Projekt definiert haben, wissen, was wir mit dem Taster steuern wollen im Büro, öffnen wir uns die ETS. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt schon ein bestehendes Projekt, wo ihr Taster austauschen wollt oder neue Taster integrieren wollt. Oder ihr macht ein komplett neues Projekt. Ich gehe jetzt nicht hier in der ETS auf das Projekt anlegen ein, sondern ich habe mir hier jetzt schon mal ein Testprojekt angelegt. Das öffne ich jetzt mal. Und wie wir sehen, habe ich eine ganz einfache Struktur erstellt. Ich habe also ein Einfamilienhaus, das aus einem EG besteht. Und in dem EG befindet sich mein Büro. Ich habe jetzt noch keine Komponenten ausgewählt, die in dem Büro verbaut sind. Das heißt, ich muss als erstes meinen MDT-Taster hinzufügen. Das mache ich, indem ich hier oben den Reiter Katalog auswähle. Hier habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche direkt, weil ich die Artikelnummer zur Verfügung habe, oder ich gehe hier auf der linken Seite über den Projektordner Technologies und suche mir hier den passenden Taster raus. Ich weise nochmal darauf hin, bitte beachtet, dass es von diesem Taster wirklich verschiedene Varianten gibt. Ich weiß, was für ein Taster ich will. Wähle mir den passenden aus und dann wird er mir sofort im Katalog zur Verfügung gestellt. Und durch Auswahl und Verschieben per Drag and Drop ins Büro eingefügt. Die EDS importiert jetzt die Daten vom Online-Katalog in meine Datenbank, bildlich gesprochen ins Büro. Und da die restlichen Komponenten im Büro keine KNX-Komponenten sind, schließe ich den Produktkatalog, da ich den im Moment nicht brauche.
Der Taster hat also die Adresse 1.1.3 erhalten. Das merke ich mir mal. Ich wähle mir für das weitere Vorgehen den Glastaster aus und habe jetzt hier unten mehrere Reiter. Einmal das Gerät, das ich hier ausgewählt habe. Ich habe hier den Reiter Parameter und den Reiter Funktion. Wir wechseln in den Reiter Parameter und haben hier im linken Baum mehrere Auswahlmöglichkeiten. Der Reiter 1 Hardware-Auswahl. Hier sucht ihr euch bitte passenden Taster aus. Ich muss hier nichts verändern, denn ich habe den Glastaster 2 und meine Hardware-Version R2.0 passt auch. Sollte das bei euch anders sein, könnt ihr das so definieren, wie ihr das gerne haben wollt. Im Reiter Bedienung und Anzeige befindet sich einmal die allgemeine Einstellungen. Hier kann ich Gerätelaufzeiten, Werteumschaltungen, Sprache, Tag- und Nachtmodus 1 oder 0 dementsprechend definieren, wie ihr das haben wollt. Ich denke, das ist selbsterklärend. Wir haben hier die Display-Einstellungen. Das heißt, ich kann mir hier Schriftgrößen, Verhalten, die Helligkeit anpassen, Farben anpassen etc. Im Grunde alles, was das Display betrifft. Auch hier finde ich das sehr übersichtlich und auch selbsterklärend. Und ich lasse für unser Beispiel, lasse ich das einfach alles so, wie es in der Grundkonfiguration ist, stehen. Und wechsle auf die Infoanzeige. Und hier können wir dann dementsprechend die Orientierungs-LEDs einstellen, also welche Farbe möchte ich gern haben. Ist das Tastenfeld dauerhaft aktiv bei Standby oder nicht? Wann schaltet der Taster in Standby-Modus? Wechselt die Anzeige bei Standby? Und. Das kann ich hier alles definieren. Für uns mal wichtig, hier vielleicht der Punkt, bei dem Taster habe ich mehrere Möglichkeiten, Statuselemente einzubinden. Bedenkt aber hierbei, dass ich natürlich dafür gegebenenfalls weitere KNX-Komponenten brauche, die mir den Status dann X zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Uhrzeit ausgewählt habe, brauche ich natürlich einen Zeitserver, der mir die Zeit liefert, die aktuelle Zeit, damit ich da immer auf der richtigen Uhrzeit bin. Ansonsten läuft die Uhr bei 0 los. So wird es jetzt in unserem Beispiel sein, weil ich habe in unser Beispielprojekt keinen Zeitserver integriert. Aber ich hätte hier auch die Möglichkeit zu sagen, zeig mir die interne Temperatur an. Da mein Taster, den ich hier habe, eine Temperaturmessung integriert hat, wird er die Temperatur auch anzeigen und ich binde das jetzt einfach mal als zweites Statuselement mit ein. Die restlichen Punkte erklären sich wieder von selbst. Kommen wir jetzt zum einem sehr wichtigen Punkt und eigentlich auch zum ersten Punkt, wenn ich an das Thema Tasterprogrammierung gehe. Und hierzu hole ich mir nochmal mein Projekt, meine Planung, die ich mir überlegt habe in den Kopf oder wo ich das dokumentiert habe auf dem Desktop und fange im oberen Bereich an, mir zu überlegen, möchte ich mit 2 Ebenen oder 3 Ebenen arbeiten. Wie vorhin schon mal erwähnt, das kommt dann mehr oder minder darauf an, wie oft ihr umschalten wollt und wie viele Funktionen ihr braucht. Fix ist definitiv, dass der Taster 12 Funktionen kann. Für unser Beispiel entscheide ich mich für 2 Ebenen mit jeweils 6 Funktionen. Dann komme ich auf meine 12 Funktionen. Und dass das auch wirklich aktiviert ist, müssen wir hier natürlich den Standardwert als aktiviert setzen. Und wir sehen sofort, aus der Ebene 1 wird auch noch eine Ebene 2.
Und wir müssen uns jetzt bewusst machen, wo denn die Positionen auch der Taster sind. Hierzu als Hilfe, es gibt natürlich ein PDF von MDT, wo nochmal ein Schaubild dabei ist. Das werde ich vielleicht auch einblenden, wo ihr seht, wo befindet sich der Taster 1, der Taster 2 oder der Taster 9 oder 10. Hier jetzt nochmal vielleicht einen kurzen Überblick. Auf der Ebene 1, 1 und 2, klar, befinden sich oben links und rechts, 3, 4 in der Mitte links und rechts, 5, 6 unten links und rechts. Wir haben aber auch noch zwei versteckte Tasten, die sich ganz unten befinden. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das gleiche auf der Ebene 2, 7, 8 für oben, 9 und 10 für die Mitte und 11 und 12 für unten. Das ist eigentlich selbsterklärend. Als nächsten Punkt müssen wir uns dazu entscheiden, welche Tastenfunktion wählen wir aus. Wir haben die Einzeltastfunktion und wir haben die Möglichkeit, eine Zweitastfunktion auszuwählen. Der Unterschied ist folgender. Bei einer Einzeltasten und dem Licht ist es so, dass ich mit der Taste 1 das Licht anschalte und das Licht ausschalte. Möchte ich ein Licht schalten mit der Zweitastenfunktion, schalte ich mit der linken Taste zum Beispiel das Licht an und mit der rechten Taste das Licht aus. Ist euch natürlich überlassen, wo ihr an- und ausschaltet, aber das müsst ihr mal verinnerlichen. Ich mache das immer wie folgt. Ich habe mir meinen Plan für den Raum zurechtgelegt und adaptiere dies jetzt auf die Tasten. Fange mit der Beleuchtung an, weil bei der Beleuchtung brauche ich im Grunde vier Tastpunkte. Ich möchte die LEDs schalten, das heißt, ich wähle mir für die Tasten 1 und 2 die Einzeltastfunktion aus. Mit der Taste 1 schalte ich die LEDs, mit der Taste 2 schalte ich die Decke. Das gleiche mache ich mit den Tasten 3 und 4. Mit 3 schalte ich die Hängeleuchte, mit 4 schalte ich meine Lichtszene. Damit ist das Licht erledigt und mir bleibt die Beschattung, die Beschallung und die Heizungssteuerung. Grundsätzlich ist es immer so, dass die Ebene 1 immer als aktive Ebene angezeigt wird und um auf Ebene 2 zu kommen, muss ich die unteren versteckten Tasten nutzen. Ich überlege mir nun, welche Funktion für mich am wichtigsten ist, unabhängig jetzt von der Beleuchtung, die wir schon eingerichtet haben. Und da die Beschattung zu 95% automatisiert ablaufen wird, da das Büro nordseitig ausgerichtet ist und ich nicht oft manuell eingreifen muss und die Heizungsregelung auch eigentlich automatisiert läuft und ich nur noch mal einen Modi verändern will, sprich ein Temperatur-Upgrade geben, das erkläre ich euch nachher aber auch nochmal, werde ich das auch nicht oft brauchen. Bedeutet für mich, ich lege Beschattung und die Heizungssteuerung auf die Ebene 2 und die Musik, die ich doch öfters mal an- und ausschalten werde, je nachdem, was ich arbeite im Büro, weil es mich vielleicht auch mal stört oder ich nicht gestört werden will, die lege ich mir auf die Ebene 1. Und da ich einmal anschalten will und einmal ausschalten will, nehme ich mir hier auch die Einzeltastfunktion. Auf 7, 8 lege ich mir per Einzeltastfunktion die Beschattung und für die Heizung den Modus zu regeln, reicht mir auch eine Einzeltaste. Da brauche ich nicht 9 und 10. Und deshalb auch die Einzeltastfunktion. Hier sei aber nochmal gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel statt Musik an und aus lauter leiser machen wollt oder statt Temperatur den Modi verändern, die Temperatur niedriger oder höher einstellen
wollt, macht es natürlich auch Sinn, mit der 2-Tast-Funktion zu arbeiten. Genauso verhält es sich natürlich auch, wenn ich mit KNX-Aktoren für die Beschattung arbeite. Hier ist es dann auch so, dass ich eher zur 2-Tast-Funktion greifen würde. Aber in diesem Fall, und da ich das Ganze euch zeigen will, wie man das mit der Luxone-Steuerung smart kombinieren kann, gehe ich hier auf die Einzeltastfunktion. Um nochmal auf die versteckten Tasten, die ich vorhin erwähnt habe, einzugehen. Über die versteckten Tasten haben wir die Möglichkeit, praktisch die Ebenen umzuschalten. Und ich hätte auch die Möglichkeit, das über Szeneobjekte zu machen oder versteckte untere Taste und Szeneobjekte. Das ist euch überlassen, wie ihr das Ganze haben wollt. Ganz interessant ist jetzt auch, so wie wir im Grunde die Tasten hier angelegt haben, hat die ETS die Tasten auf die linken Seite adaptiert. Das heißt, hier befinden sich jetzt die Tasten 1 bis 10. Ich mache hier nochmal ein Beispiel dazu. Wähle ich jetzt eine 2-Tast-Funktion aus für die Tasten 11 und 12, weil ich eine Sonderfunktion habe, sehen wir auch hier direkt auf der linken Seite, dass die dazugekommen sind. Und wenn ich diese wieder deaktiviere, verschwinden die auch sofort wieder auf der linken Seite. Das ist jetzt mal der erste Step und ich übertrage das jetzt, Applikationsprogramm, an meinen Taster. Und dann blende ich euch vielleicht gerade mal ein, wie das jetzt auf den Taster aussieht. Beachtet bitte, ich habe jetzt noch nichts weiter konfiguriert, außer die Tasten und die Ebenen. Ich habe noch nichts beschriftet, ich habe noch keine Symbole ausgewählt. Nur damit ihr mal seht, wie das auf dem Taster zu dem jetzigen Zeitpunkt aussieht. Wir sehen jetzt, dass in der Anzeige die Uhrzeit mit 00, wie bereits erwähnt, und die Temperatur im Wechsel angezeigt werden. Das ist der sogenannte Standby-Modus. Die Tasten sind alle noch nicht beschriftet, sehen wir, und auch noch nicht mit den richtigen Symbolen versehen. Ich aktiviere jetzt mal den Taster. Dann sehen wir, dass auch hier noch die falschen Symbole sind, aber wir sehen auch, dass ich hier durch den Langzeitdruck eben auch zwischen den beiden Ebenen schon umschalten kann. Und nach einer gewissen Zeit ist es dann wieder so, dass der Taster in Standby geht und Temperatur und Uhrzeit anzeigt. So, nachdem wir jetzt die Tastenfunktionen festgelegt haben und wissen, wo wir welche Tasten brauchen, gehen wir im nächsten Step zu der Tastenbeschriftung. Dazu wählen wir uns auf der linken Seite die passende Taste aus. Das rechte Menü springt dann auf Taste 1, sehen wir hier. Und jetzt beschreiben wir das Objekt. Und das Objekt ist der Taste 1. Das ist Beleuchtung. Ich empfehle euch, das in der Beschreibung dazu zu schreiben, was es ist. Das macht es nachher beim Adressenzuteilen einfacher, werdet ihr sehen. Als Text reicht mir hier LED. Dann weiß ich, im Büro schalte ich hiermit die LED. Die Vordergrundfarbe ist schwarz. Weiß, das ist in Ordnung. Und die Lichtsymbole sind auch soweit in Ordnung. Das heißt, hier könnt ihr dann noch überlegen, ob ihr auch keinen Text wollt oder eine Meldung, Statustext etc. Ich habe wie gesagt LED hier reingeschrieben. Vordergrundfarbe bleibt bei mir schwarz-weiß. Und die Symbole lasse ich hier die Leuchte für aus und für ein. Das gleiche mache ich jetzt für die Taster 2 bis 4. So, hiermit hätte ich meine 4 Tastpunkte, die Taster 1 bis 4.
und gehe zum Taster 5. Da haben wir ja gesagt, das ist mein Taster für Musik an. Und als Symbol nehme ich mir hier Play beziehungsweise, wenn es dann Stopp ist, das Stopp und der Taste 6 wird mal Musik aus und hier reicht mir das aus und hier mache ich es umgekehrt. Das ist mein Stopp und das Play. Jetzt wechseln wir im Grunde auf die zweite Ebene. Auf der zweiten Ebene belege ich die Tasten 7 und 8. Für die Beschattung. Das ist einmal ab, wobei euch das wirklich selbst überlassen ist, wo ihr ab und auf hier übernimmt, ob links oder rechts. Und ich wähle mir ein Symbol aus. Und sagen wir mal, wenn ich abdrücke, sind die Jalousien noch geöffnet und gehen dann letztendlich geschlossenen Bereich. Und beim Taster 8 machen wir es umgekehrt. So, von den beiden Tasten 9 und 10 brauche ich nur den Taster 9. Und hier sage ich heizen. Und hier auch heizen. Und wähle mir das Symbol aus für heizen und hier für kühlen und somit habe ich jetzt alle Taster beschriftet, angepasst auf mein Projekt und übertrage jetzt die Applikation an meinen Taster. Und dann schauen wir uns vielleicht dann parallel mal an, wie das Ganze sich jetzt auf dem Taster verändert hat. Wir sehen also wieder die Uhrzeit, die jetzt im Wechsel mit der Temperatur angezeigt wird. Wenn ich den Taster aktiviere, sehen wir jetzt, die Decke ist auch Decke. Und auf der zweiten Seite sehen wir, dass wir eine Temperatur haben von 22,9 Grad. Die Beschattung ist oben und alle Lichter sind aus. Ja, damit die Tastpunkte denn auch wissen, was sie tun sollen. Und letztendlich natürlich auch, weil das ist auch ein Thema von dem Video heute, wie integriere ich das in meine Luxone-Programmierung und übernehme das in die Luxone-Config, damit ich das alles smart nutzen kann, benötigen natürlich diese einzelnen Tastpunkte, so möchte ich das jetzt mal bezeichnen, ihre Gruppenadressen und dazu wähle ich oben den Reiter Arbeitsbereich aus. Und hier im Grunde neues Panel öffnen und hier finden wir natürlich die Gruppenadressen. Zu den Gruppenadressen gibt es Folgendes zu sagen. Hier führen natürlich viele Wege nach Rom. Manche legen die Gruppenadressen nach Stockwerk an. Andere dann dementsprechend nach Räumen oder nach Aufgaben etc. Da gibt es viele Herangehensweisen, die funktionieren. Ich habe es jetzt mal relativ einfach gehalten und
weise jetzt im Grunde den einzelnen Funktionen die Adressen zu. Hierzu wechsle ich in meinem Büro auf den Class-Taster und in diesem Reiterfeld auf Kommunikationsobjekte. Und wenn wir das auswählen, ist es definitiv so, dass wir jetzt unsere einzelnen Taster sehen. Zunächst gehe ich immer hier auf die Objektfunktion umschalten. Ich verknüpfe jetzt die einzelnen Objektfunktionen mit den Adressen. Dazu habe ich, wie gesagt, schon Gruppenadressen angelegt. Und fangen wir mit der LED an. Hierzu wechsle ich hier unten in Licht- und Steckdosen und wechsle hier auf die Funktion Schalten. Und hier sind im Grunde meine einzelnen Adressen. Und dann ziehe ich per Drag and Drop ganz einfach die LED auf die Adresse von der Büro-LED. Und so mache ich das im Grunde jetzt mal für die Beleuchtung. Und verfahre mit der Musik, mit der Beschattung und mit dem Heizen identisch. So, jetzt haben alle meine Tastpunkte passende Gruppenadressen bekommen. Ich übertrage wieder die Einstellungen bzw. das Applikationsprogramm an meinen Taster, an dem Aussehen auf dem Display hat sich nichts verändert. Aufgrund der Gesamtlänge dieses Videos habe ich mich dazu entschieden, zwei Videos draus zu machen. Und im nächsten Video wechseln wir in die Luxone Config. Dort importieren wir uns alles, was wir in diesem Video in der ETS programmiert haben. Ich zeige euch, wie ihr das mit den richtigen Bausteinen verknüpft. Gehe auch nochmal auf die Bausteine ein. Natürlich nicht so im Detail, weil es geht nicht um die Bausteine, sondern um den KNX-Import in die Luxone Config, damit ihr euer Smart Home so richtig smart automatisiert bekommt. Ich zeige euch zusätzlich noch, wie das Ganze im Live-Betrieb hier in unserem Show Home aussieht und ihr seht, wie toll man ein Büro automatisieren kann und wie viel Spaß es macht, in diesem Büro zu arbeiten. Also abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und hat dir dieses Video gefallen, lass mir ein Like da und denk immer dran, smart ist, wenn es einfach ist.